Michaela soll den ganzen Spaß nicht alleine haben. Das dachte Sableward, bevor sie in den dunklen, kalten Nebel ging. Wir schauen uns heute die Originalstory zu Sableward, dem neuen Survivor von Dead by Daylight an. Sable kam mit dem neuen Chapter 31 All Things Wicked raus und ist jetzt schon eine der beliebtesten Charakter. Holt euch ein warmes Getränk, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in die dunkle Geschichte von Sableward eintauchen. Smasht den Like-Button kaputt und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Sable musste einfach adoptiert worden sein. Sie konnte unmöglich von ihrer unglaublich lebhaften Mutter und ihrem grinsenden, golfspielenden, nie erwachsen gewordenen Vater abstammen. Die beiden verstanden sie einfach nicht. Niemand in Greenville verstand sie, außer Michaela. Seit der dritten Klasse waren sie dicke Freundinnen. Davor hatte Sable keine Freunde. Sie stand nicht auf Ponys, Puppen oder Teepartys mit Teddybären. Sie mochte Käfer, Echsen, Fahrradfahren und Schlammschlachten. Ihr Lieblingsfeiertag war Halloween und Michaela war die einzige, die sie nicht für verrückt hielt, als sie sich in der 8. Klasse die Haare lila färbte. Sables Mutter war außer sich gewesen und ihrem Vater war ihre Veränderung nicht einmal aufgefallen. Michaela begleitete sie zum Einkaufszentrum, als sie sich Ohrlöcher stechen ließ und half ihr erstes Tattoo auszusuchen. Ein okkultes Symbol an einer Stelle, die ihre Eltern niemals sehen würden. Michaela wollte kein eigenes Tattoo. Sie liebäugelte mit der dunklen Seite, lebte sie aber nicht aus. Nicht wie Sable. Die dunkle Seite passte zu Sable und sie kostete sie voll aus. Zum Teil, weil sie damit ihre Eltern und Lehrer ärgern konnte, zum Teil, weil sie sich nach ihr anfühlte. Manche bezeichneten sie wegen ihres Aussehens als Grufti, aber sie hielt nichts von Schubladen. Sie liebte Horrorfilme und fand alles Okkulte aufregend. Das passte zu ihr. Sie wusste, dass die glänzende Vorstellwelt ihrer Mutter und ihres Vaters auch eine dunkle Kehrseite hatten. Sie trauten sich nicht, sich ihren Ängsten zu stellen, also taten sie so, als wäre alles perfekt und als würden sie ewig leben. Aber Sable wusste es besser, der Tod kommt alle holen und niemand kommt lebendig davon. Michaela verschaffte Sable einen Job im Moonstone, wahrscheinlich der einzige Laden in der ganzen Stadt, in der man sie anstellen würde. Sie nahm Unterricht am College und produzierte auf ihrem Dachboden eine Guerilla-Radiosendung mit ihrem Kurzwellenradio. All Things Wicked This Night handelte von der dunklen Seite der Welt, dem Okkulten, dem Großstadtlegenden, dem Grauen. Oft führte sie hitzige Diskussionen mit Michaela über die Horrorfilme, die sie sich im einzigen Kino von Greenville ansahen. Michaela gefielen Horrorfilme, die auch ein wenig lustig waren. Sable mochte sie gemeiner, furchterregender, blutiger. Sie feierte das Blut, sie genoss das Grauen, liebte es, das Adrenalin zu spüren und ihre Diskussionen waren auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auf der Suche nach Inspiration für ihre Sendung ging Sable oft auf den Friedhof spazieren, auf den die Statuen und Grabsteine von den ersten Siedlern standen, die die Stadt als Zufluchtsort für alle aufgebaut hatten, die verfolgt wurden. Oft sprach sie in ihrer Sendung über dieses Vermächtnis und über ihre Theorie, dass die ungewöhnlichen Geschehnisse und Vermisstenfälle irgendwie mit dieser Geschichte der Stadt verknüpft waren. Ein Anrufer vermutete, dass die Stadt auf einem Riss erbaut worden war. Er erklärte weiter, dass ein Riss eine Überschneidung zweier Welten war. Ein anderer Anrufer fügte hinzu, dass die Risse von einem uralten Kult erschaffen worden waren, der vergessene Dämonen verehrte. Wieder ein anderer Anrufer sah in den Rissen ein kosmisches Buffet für einen uralten Gott, der sich von Schmerzen, Furcht und Not ernährte. Und der letzte Anrufer meinte sogar, dass es gar kein Riss war, sondern das Unbekannte, ein geheimnisvolles Wesen, das alles verschlang, die es wagten, auch nur daran zu denken. All diese Theorien hatten unterhaltsame, inspirierende Diskussionen zur Folge. Und sie liebte es, Horror im echten Leben zu diskutieren, bis dieser persönlich wurde. Eines Abends hatte Sable Michaela aufgefordert, beim alljährlichen Halloween-Fest im Moonstorm eine wahre Horrorgeschichte vorzutragen. Die Leute richtig zu erschrecken, das Grauen nicht nur anzudeuten, sondern es richtig zu genießen. Eine Geschichte vom Unbekannten zu erzählen, damit die Leute es sich vorstellen. Die Leute sollen glauben, dass das Unbekannte jederzeit auf der Bühne erscheinen könnte. Nichts sorgt mehr für Angst im Publikum als eine Show, die sie vielleicht nicht überleben werden. Michaela lachte über die Idee und nahm die Herausforderung nicht an. Sie arbeitete schon an einer anderen Geschichte mit ihrem Mitbewohner. Aber ein seltsamer schwarzer Nebel hatte Michaela während der Vorlesung verschlungen. Und Sable spürte die eiskalte Hand der Schuld im Nacken. Sie war überzeugt davon, dass sie Michaela irgendwie ins Verderben gestürzt hatte. Hatte das Unbekannte sie geschnappt? Hatte sie versucht, das Unbekannte zu definieren? Was war mit ihrem Mitbewohner? Auch er war verschwunden. Aber dann fiel ihr ein, dass Michaelas Geschichte gar nicht von dem Unbekannten handelte. Es ging um etwas anderes, um eine andere Dimension. Eine Dimension voller schrecklicher Kreaturen, sadistischer Mörder und endlosem Grauen. Das war nicht das Unbekannte. Nach dieser Erkenntnis begann Sable, anderen vermissten Fällen in Greenville nachzugehen.
Bald erkannte sie, dass die meisten Leute im Kino oder in dessen Nähe verschwunden waren. Bei weiteren Nachforschungen fand sie heraus, dass das Kino auf den Überresten einer alten Schule mit nur einem Zimmer gebaut worden war, die in den 20er Jahren abgebrannt war. Aus irgendeinem Grund konnten die Schüler nicht entkommen und alle starben in den Flammen. Sable hatte das Gefühl, dass sie der Antwort schon ganz nah war und setzte ihre Nachforschungen fort. Sie stieß auf zwei jugendliche Brüder, die vor kurzem aus dem Kino verschwunden waren. Elias und Elon. Die einzige Zeugin, ihre kleine Schwester Ellen, war in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert worden, nachdem sie sich ihre Augen ausgekratzt hatte, und Sable gab sich als Verwandte aus, um mit ihr sprechen zu können. Ellen erzählte ihr, dass sie und ihre Brüder alte Filmplakate aus dem Lagerraum hinter der Leinwand stehlen wollten. Dann sprach sie von einer geheimen Tür im Keller und einem Durchgang zu einem anderen Ort, einem dunklen Ort, einem kalten Ort, einem bösen Ort. »Geh ja nicht dorthin«, flehte sie Sable an, »meide ihn«. Aber Sable dachte nicht daran, ihn zu meiden, nicht nach dieser Geschichte. Sie war entschlossen, Michaela wiederzusehen, fuhr per Anhalter zum Kino und fand bald die Tür hinter der Leinwand. In der Dunkelheit brach sie die Tür mit einem Brecheisen auf und stieg die knarzenden Holzstufen in den feuchten Keller hinab. Der Lichtschalter ließ flackernde Leuchtstofflampen angehen, die einen Raum erhellten, der mit kaputten Kinosesseln und alten Filmplakaten aus den letzten 80 Jahren zugestellt war. Sie durchsuchte den weitläufigen Keller, bis sie eine dicke Holztür fand, die hinter einem Plakat des ersten Frankenstein-Films versteckt war. Sie drückte die Tür auf, hinter der sich eine endlose Wendeltreppe in die absolute Dunkelheit verbarg. Mit einer Stiftlampe erhellte sie ihren Weg und war schon 10 Minuten gegangen, als sie den kalten, schwarzen Nebel bemerkte, der aus der Tiefe aufstieg. Derselbe kalte, schwarze Nebel, der auch Michaela erfasst hatte. Sable überlegte, die Treppen wieder hinaufzulaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber dann musste sie an die schrecklichen Kreaturen und die sadistischen Mörder und das endlose Grauen denken und fasste schnell ihren Entschluss. Ihre beste Freundin sollte nicht den ganzen Spaß alleine haben. Das war Sable Ward, die beste Freundin von Michaela Raid. Was haltet ihr von Sables Geschichte? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst euch nicht vom Entitus greifen. Bye bye.